Hallo Freunde, Fans und treuen Abonnenten dieses Kanals, hier ist wieder euer Racy, seid alle herzlich gegrüßt, auch an alle neuen Abonnenten, die die letzten Tage und Wochen dazugekommen sind. Ich bin noch nicht ganz gesund wieder, aber stetig auf dem Weg der Besserung und wollte mich einfach mal zu Wort melden, jetzt nach über 3 Wochen, ja, Audioausfall, sage ich mal. Ich habe versucht, den Kanal mit, ja, kommentarlosem Ballgeist-Gameplay am Leben zu halten. Wie ihr jetzt auch im Hintergrund seht, Gameplay läuft, eine Mischung aus Duos und Finale-Marathon. Ich hoffe, euch haben die bisherigen Gameplays soweit gefallen. Also die Resonanz war wirklich sehr, sehr gut. Da geht auch nochmal Liebe raus und Kuss an euch. Hat mich wirklich sehr gefreut und mir war es auch wichtig, auch in dieser etwas inaktiveren Zeit, sage ich mal, trotzdem Gameplay am Leben zu halten, dass der Kanal, ich sag mal, nicht so vor sich hin stirbt. Aber wie ihr es an meiner Stimme merkt, manchmal noch am Räuspern, am Husten, es ist wirklich sehr, sehr hartnäckig. Ich war am Mittwoch nochmal beim Arzt gewesen, da wurde eine Mandelentzündung dann festgestellt von Grippe, Erkältung oder Bronchitis, keine Ahnung, was das war, was das so hartnäckig ist, was das für ein Virus ist, dass es auf jeden Fall entzündete Mandeln waren, also beim Hustenschmerzen, beim Essen, beim Schluckenschmerzen und jeder Husten, den man nachts hat, raubt einem natürlich den Schlaf und 3 Wochen jetzt gefühlt nicht, fast sogar 3 Wochen nicht arbeiten gewesen. Da fällt einem dann irgendwann die Decke auf den Kopf. Das könnt ihr euch sicher auch vorstellen. Und ich dachte aber, so kann es nicht weitergehen. Es muss ja irgendwann mal wieder was von mir kommen. Hey, ich bin noch am Leben. Und das, was ich hier aufgenommen habe, das war eine längere Aufnahmesession. Das war Videomaterial von über einer Stunde. Habe ich jetzt wirklich auf intensive Art und Weise und sehr aufwendige Art und Weise auf 14,5 Minuten zusammengeschnitten und habe noch ein bisschen was gekürzt, hier und da weggelassen, weil es dann doch ein bisschen zu viel gewesen wäre. Am Ende kommen noch 2 neue Maps, so viel kann ich schon mal verraten, als kleinen Bonus-Content, freut euch da drauf. Und ihr seht es ja im Hintergrund, das lief bisher wirklich sehr, sehr gut. Und der neue Wochenmodus, der finale Marathon, der liegt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Gefällt mir wirklich gut und verbringe ich eigentlich fast jede freie Minute, wenn ich in Vollgeist drin bin. Da hat der Solo-Modus keine Chance und wenn ich mal mit Freunden spiele, natürlich dann im Duo-Modus, aber vermehrt, wenn ich Solo unterwegs bin, dann in diesem finale Marathon. Und ihr wisst ja, Hexagon, einer meiner Favorites. Hier habe ich sogar ein bisschen was rausgekartet. Hier seht ihr eine kleine Analyse von mir. Das 1-gegen-1 Finale, was mein Weg gewesen wäre, eingezeichnet im roten Pfeil, aber der Gegner ist da drauf gesprungen, konnte nichts mehr machen und musste dann noch die Kacheln nehmen, die verfügbar waren. Das so am Rande und habe dieses 1-gegen-1 Finale leider verloren, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Ganze aufzuarbeiten, woran es gelegen hat. Das fragt man sich natürlich immer am Ende, woran es gelegen hat, und habe mir dann diese kleine Analyse angeschaut, dass der eine entscheidende Stein vom Gegner benutzt wurde, den ich gebraucht hätte für meinen Weg. Also das sind ja alle Sekundenentscheidungen bei dem Spiel, bei Hexagon. Instinktiv suchst du dir deinen Weg, versuchst die anderen irgendwie auszutricksen. Aber in dem Fall, ja, hat mir 1 Sekunde gefehlt, dass ich rüberkomme. Aber hat nicht sollen sein. War aber sehr knapp in diesem Hexagon. Deswegen GG an den Gegner, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist nicht oft, dass ich das sage. Deswegen hat mich auch sehr gefreut, dass es so knapp war. Hätte natürlich gerne gewonnen. Während wir aber uns schon im Duo-Modus befinden, ihr habt es gesehen, bisschen Luck gehabt bei den Nashörnern. 3 Mal, 3 Leben weniger. Aber durchgekommen, dann ein bisschen rausgekattet hier beim Kreisel. Bis fast kurz vor Ende. Ich glaube, 7 Sekunden vor Ende fallen wir leider runter, aber es war eine sehr gute Leistung und es reicht auch, dass wir in dieser Runde weiterkommen bei den Duos. Natürlich immer schön die nächste Runde am Start. Hier 10 Sekunden nur, weil es sind dann teilweise Runden auch, die nicht so attraktiv sind zum Zuschauen, wie jetzt der Kreisel oder jetzt hier Schneeballschlacht.
oder wie die Runde heißt, ihr wisst, was ich meine. Da zeige ich dann die letzten 10, 20 Sekunden die entscheidenden Momente und entscheidenden Phasen. Seht mir das nach. Aber sonst wäre das einfach auf Überlänge gestrecktes Video und es muss ja auch nicht sein, weil ihr kennt die Runden ja eigentlich. Ne? Wenn ihr meinen Kanal verfolgt und Fall Guys aktiv schaut, dann wisst ihr, wie hier eigentlich der Hase läuft. Wie jetzt hier mit 4, 5 Mitspielern oder Gegnern auf einer Plattform, was nicht funktioniert. Und habe mich da selbst ein bisschen verhaspelt. Bin dann abgestürzt auf die lila Ebene, weil ich mich zu sehr um den Gegner kümmern wollte. Das ist dann das, ja, auf Gegner achten und auf sich selbst achten, dass man seine eigenen Sprünge zielgenau setzt. Ja, die wollen wirklich akkurat gesetzt sein, wie jetzt hier der rote. Habe ich versucht abzuschneiden, aber hat er sich noch gut gewehrt. Und jetzt ein Epic Fail, wo ich versucht habe, mich um den anderen Gegner zu kümmern, der oben auf der orangen Ebene war, aber zu lange gebraucht, der Boden war weg und hab's entsprechend auch kommentiert im Bild. Das war wirklich der Fail des Spiels, der Fail des Videos. Aber ihr seht unten meine Teamkollegin Mia, die fleißig die letzte Ebene abbaut. Ihr seht's ja an dem pinken Icon von Fall Guys, dass sie da fleißig ist, den Schleim freizulegen. Während ich sagen muss, es war nicht meine beste Runde von Hexagon. Da hatte ich wirklich deutlich bessere. Aber auch die Gegner haben es nicht wirklich zugelassen, wie ihr hier seht. Hier ein paar gute gekonnte Sprünge. Muss dann aber hier wieder auf Gelb ausweichen. Und wie ihr hier seht, habe ich hier schon den Call gegeben. Du, ich bin über dir. Ich habe nur noch eine Ebene. Eine Ebene, wo ich sicheren Boden unter den Füßen habe. Deswegen, jetzt will jeder Sprung ja doppelt so gut gesetzt sein. Sonst ist die Runde vorbei. Aber die Gegner rächeln wohl nicht damit. Ich weiß ja, was sie macht. Ich sehe hinten auch den blauen Bereich. Und alle fallen durch in den Schleim. Und mit einer Mega-Teamleistung. Danke an mir an der Stelle. Mit einer Mega-Teamleistung hier die Krone geholt. Wenn es anders gelaufen wäre von meiner Seite aus. Wenn ich weiter oben gewesen wäre, wäre ich vielleicht direkt in den Schleim gefallen. Man weiß es nicht, deswegen, so wie es passiert ist, haben wir die Runde gewonnen. Mega nice. Geile Runde, dass wir das jetzt so mit Kommentar, Reaktion und Video am Start haben. Und hier mit Double XP steigen wir weiter fleißig im Rang. Kriegen dann auch ein paar Kronenteile. Natürlich die Krone, die wir gerade erspielt haben. Und mittlerweile auch Kronenrang 19. So, hier habe ich es angekündigt, zurück im Finale-Marathon. Und hier diese außerirdischen Kacheln, mit denen habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gut angefreundet. Also ich liebe dieses Spiel mittlerweile. Es gibt auch am Ende noch einen Bonusclip, deswegen bitte bis zum Ende schauen, weil von der Bearbeitung war es wirklich sehr, sehr aufwendig. Und ich hoffe, ihr wisst es mit einem Daumen und einer langen View-Zeit zu schätzen, das wäre mega nice. Jetzt auch hier, wenn euch das gefällt, dass ich wieder zurück am Start bin. Deswegen, diese Runde, außerirdische Kacheln, da war der Skill einfach am Start. Der Skill war einfach da, es ging wie von alleine. Instinktiv habe ich mir meine Wege hier gesucht und natürlich auch auf die Gegner reagiert, was sie machen. Dann auch mit ein paar waghalsigen Sprüngen geglänzt, wie hier. Ja, subscribe, genau, bisschen Werbung gemacht für den Kanal. Auch gerne weiterempfehlen, wenn euch das gefällt hier, der ganze Content. Und ja, nächste Runde, sehr schön, ja. Qualifiziert und wieder Hexagon. Hexagon kam wirklich sehr, sehr oft dran. Ich beschwere mich nicht drüber, ich habe mir ja einen eigenen Wochenmodus damit gewünscht. Deswegen umso schöner, wenn er so oft drankommt, weil ich habe da eine ziemlich hohe Siegesquote, ohne jetzt abgehoben oder arrogant zu klingen. Hier habe ich jetzt auch 3,5 Minuten, glaube ich, rausgecuttet, weil die Runden, wenn du so wenig bist, die gehen halt einfach sehr, sehr lange und will euch das natürlich auch ersparen. Ich bin oben in den oberen Ebenen nur von Plattform zu Plattform gesprungen und auf Dauer ist es natürlich langweilig, wenn da nichts passiert. Auch hier, wie ihr seht, auch mit 3,5 Minuten weniger souverän in der nächsten Runde. Dann Halbfinale, die Sprungprobe jetzt auch mit dem Ventilator am Start. Habe ich jetzt auch seit einigen Tagen gut rausbekommen, wie man sich darauf einstellt, wie man da seine Sprünge timet. Auch weitergekommen in dieses eigentliche 1 gegen 1 Finale. Aber passt auf, was jetzt passiert. Nichts.
kein Gegner da. Ich hab's kommentiert. Wir sind ohne Konkurrenz mit Roll-Emoji sind wir Erster geworden, haben die Krone geholt, den Sieg geholt. Habe ich auch nicht erlebt, ich weiß nicht, ob der Gegner Disconnect hatte, ob er gequittet hat, aber eigentlich im Finale quittest du ja nicht. Tippe ich auf Disconnect. Ich hätte gerne euch das Finale gezeigt, aber was auch immer da beim Gegner passiert ist, die Krone nehmen wir natürlich mit. Nehmt es ein bisschen mit Humor, klar, das war jetzt keine erspielte Krone. Es spielt bis ins Finale, klar, aber die Krone wurde uns im Finale natürlich dann geschenkt. Deswegen so ein bisschen der Troll so am Ende mit dem Emoji, sage ich mal. Und jetzt kommen wir schon zum Bonus-Content. Nach 11 Minuten Gelaber, so schnell geht die Zeit wieder rum. Eine sehr, sehr schöne Map. Keine neuen Elemente, aber sehr schön gestaltet und war auch sehr überraschend, dass wohl das letzte Update jetzt was Neues bereitstellt. Also wir haben hier zwei neue Maps in diesem Video. Aber die Elemente, die genutzt wurden, wurden sehr schön harmonisch aneinandergereiht. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie war jetzt nicht schwer, aber ich würde der Map eine 8 von 10 geben, weil sie einen schönen Flow hatte und ja, einfach schön zu spielen war, auch schön anzuschauen. Hat mir gut gefallen und direkt im Anschluss die nächste neue Map als Bonus-Content hinten dran geschnitten, wo man sich auf diesen Laufbändern seinen Weg über die Map bahnen muss. Also man hat verschiedene Laufbänder, wo man zwischen einem schwierigeren und einem einfacheren Weg wählen konnte. Natürlich mit ein paar Hindernissen im Weg, aber die waren hier kein Problem. War hier ganz gut dabei dafür, dass ich die Maps erstmal gespielt habe. Einmal auf die Schnauze gefallen, aber hier der Zwergenälteste, der steht natürlich mit viel Erfahrung wieder auf. Dann diese Elemente, diese Trampoline, mit denen habe ich manchmal noch meine Probleme, weil er manchmal so wie aus dem Nichts den Schwung verliert. Beim zweiten Anlauf dann aber hochgekommen. Und dann habe ich mal den mittleren Weg probiert. Da gab es leider, glaube ich, ein Fail, genau, wo ich dann runtergefallen bin. Aber das war auch der einzige Fail, den ich hier zu verzeichnen habe. Und für eine neue Map. Also beschwere ich mich überhaupt nicht. Auch sehr herausfordernd, sage ich mal. Oder was ist sehr herausfordernd? Bisschen schwerer als die andere Map. Aber nichts übermäßig Schwieriges. Ich sag mal eine mittelmäßige Herausforderung, um das einzuordnen, bekommen von mir eine 8,5 von 10, diese Map. Also wirklich sehr, sehr schön. Daumen hoch an die Entwickler, was ihr da wieder gemacht habt mit dem letzten Update. Das letzte Update war auch ein bisschen größer. Es gab ja lange keinen Stream mehr, leider. Deswegen konnte ich die ganzen Updates, die kamen, jetzt nicht mehr so genau unter die Lupe nehmen. Aufgrund meiner krankheitsbedingten Abwesenheit. Aber hier der letzte Clip, Leute. Ich hab's gesagt, die außerirdischen Kacheln, die sagen mir sehr, sehr zu. Das war aus einer anderen Zwischenrunde, wo wir leider das Finale sehr blöd hergeschenkt haben. Das habe ich jetzt nicht mehr reingeschnitten. Also wie ihr seht, ist ja das Halbfinale hier. Und das Finale leider ganz blöd verloren. Das tue ich euch nicht mehr an. Wir beenden das Video mit einem skilligen Moment. Ja, kann man nichts machen. Das war die Rolle. Nicht die Hexrolle, sondern die andere Rolle, wo man dann immer näher dem Schleim kommt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und einfach dumm gespielt. Ja, einfach dumm gespielt. Das muss ich an der Stelle auch zugeben. Aber wie ihr seht, hier bei den Kacheln, hier sogar hier zurückgegangen, zurückgewichen und mit Leichtigkeit über die Map gesprungen. So wie sich das gehört. Ich verabschiede mich dann auch gleich schon mit dem Moment des Tages, den ich nochmal einblenden werde. Wir werden hier natürlich überleben, das ist klar. Mit aller Routine. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Hoffe, euch hat's gefallen. Der Moment des Tages nochmal für euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.